So. Boah, wobei, was mir noch einfällt vom Wochenende, bei den Eltern von Neuer meiner Freundin, Oppenheimer. Gabby, vielen Dank, dass du Kenkoriki einen nice Sub geschenkt hast. Kenkoriki klingt super. Ich wünsche viel Spaß mit den Emotes und bei den Eltern von meiner Freundin habe ich wieder gemerkt, boah, so eine richtig geile Kaffeemaschine ist es auch einfach. Also wo du wirklich guten Kaffee bekommst, wo du auch einstellen kannst an der Maschine selber, wie stark der Kaffee werden soll. Boah, das ist geil. Das ist geil, muss ich sagen. Und da hattest du halt auch die Option, so Cappuccino natürlich auch zu machen, Latte Macchiato und so Zeug. Oh, geil. Und da konntest du die Menge einstellen, wie viel rauskommen soll, wie stark der gemacht werden soll. Oh, geil. Die sind halt mega teuer, ja. Wo du so Kaffeebohnen auch wirklich reintut. Man merkt, dass du alt wirst. Weil ich eine Kaffeemaschine geil finde? Weiß ich nicht. Bin ich ehrlich. Also so Cappuccino und so bin ich schon seit längerem Fan. Aber ich trinke den halt echt selten, muss ich sagen. Und ich überlege, was primär daran liegt, dass ich meistens in der Früh es vergesse und am Nachmittag sind wir halt unterwegs oder beschäftigt oder so. Und dann vergesse ich es auch immer wieder. Aber ich glaube, hätte ich so eine richtige, kranke Banger-Maschine. Koffein ist halt eine Droge. Weiß ich nicht. Also ich sag dir, wie es ist. Ich trinke jetzt Kaffee nicht wegen dem Koffein oder so. Also ich trinke es halt, weil es mir schmeckt. In dem Fall, ich trinke das. Also das ist kein Effekt trinken. Weil, also, und mit der Kaffeemaschine würde ich am wenigsten von einem Kaffee trinken, sage ich euch. Ich würde wahrscheinlich am meisten Cappuccino trinken. Und danach würde ich so sagen, würde wahrscheinlich der Latte Macchiato kommen. Und da kann man dann auch so Milch schön warm machen. Das ist auch mega nice. Dann kann ich da mein Kava-Pulver reinhauen. Und dann habe ich einen nicen Kava auch. Ich habe so lange keinen Kava mehr getrunken. Lecco mio. Das wäre auch geil. Ich trinke Alkohol auch, weil es mir schmeckt. Na gut. Also für mich Cappuccino oben, Latte Macchiato. Und dann der normale Kaffee, wenn wir von den drei gehen. Ansonsten würde ich glauben. Na klar, hast du Sanktionskern drauf, Rigometri. Ich höre gerade nur Zucker bei Kaba. Ja, hä? Ich habe auch nicht gesagt, dass das kein Zucker ist. Also ist halt Kaba. Also machst Milch warm und dann tust du Kaba-Pulver drauf, hä? Das habe ich früher daily getrunken. Das war immer mein Frühstück. Wenn ich zwar kurz bevor ich in die Arbeit gefahren bin. Wobei, nee, das stimmt nicht. Ich habe immer. Boah, Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber. So, es gibt ja immer die Diskussion zwischen, weil Kaba so fucking viel drin hat. Ja, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Damit habe ich mich nicht befasst. Auf jeden Fall gibt es immer die Diskussion, ob die Milch zuerst reinkommt. Und für mich gab es da gar keine Diskussion immer, weil ich habe damals immer in meiner Müsli-Schüssel mir erst den Kaba warm gemacht. Und da rein habe ich dann noch so meine Nougat-Dips und so Zeug gemacht. Das waren Zeiten, Freunde. Da habe ich mies reingeballert in der Früh immer. Da war aber auch geil, muss ich sagen. Lecco mio. Du machst erst die Milch rein. Im Endeffekt mache ich dadurch erst die Milch rein, ja, weil ich muss ja den Kaba. Ich wollte mir Schutz kaufen, mich Depp. Im Endeffekt habe ich damit. Ich habe aber nicht die Milch als erstes rein, sondern den Kaba. Den habe ich erst gemacht und dann habe ich mir mein Müsli. Wobei, sagt man dazu, ich glaube, Müsli ist schon das richtige Wort, ne? Cornflakes müssten die gewesen sein, die. Oh, das ist geil. Schmeckt. Das gefällt mir doch schon mal sehr, sehr gut. Und Superschutz auch noch hinterher. Guck mal, 42 Antwort auf alles rein da. Also, das auf jeden Fall. Das waren Zeiten, Freunde. Oh. So früher, als man zur Schule gegangen ist. Ich glaube, ich bin immer um 6:10 Uhr aufgestanden. Dann habe ich eben diese Nougat-Bits sind Cornflakes. Okay, dann Cornflakes, es tut mir leid. Dann habe ich meine Cornflakes gegessen. Dann habe ich mit Kaba natürlich. Dann bin ich zur Schule gefahren, dann heimgekommen. Und dann gab es wieder irgendwas Geiles, was gekocht wurde. Oder irgendwelche Reste wurden gegessen. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, ich war immer so deprimiert, wenn es Resteessen gab, aber das Resteessen hat bedeutet, es waren noch Reste vom Schweinsbraten zum Beispiel vom Vortag halt übrig. Wo ich mir jetzt so im Nachhinein denke, oh nein,
Was für ein schlimmes Resteessen. Oh no. Aber ja, eigentlich mega geil. Oh, das waren Zeiten, Freunde. Dann hattest du den ganzen Nachmittag für dich. Weil so ab 8. Klasse habe ich ja nicht mehr gelernt oder irgendwie Hausaufgaben oder so gemacht. Weil ich ein faules Stück Scheiße war. Nehmt euch kein Beispiel an mir, das ist keine gute Idee. Also wirklich, das ist keine gute Idee. Ich dachte eigentlich, ich werde ein Psychoerzeuger auf Jungglut, aber anscheinend doch nicht, oder? Was hat der für eine Fähigkeit? Ach, robust, halt, ich dachte. Ich glaube, es war Flemly, ne? Auf jeden Fall, da hat man sich dann immer miesebrise geil gegönnt. Und hat dann das geil kein, was auch immer halt gerade draußen war, Domtendo, Suishomaru-Video sich gegönnt. Und das hat man dann bis Abend gemacht. Dann hat man abends sich sein nices Brot gegönnt oder irgendwelche Reste gegessen. Wobei da gab es dann immer die Diskussion, du hast Mittag schon genug gegessen und brauchst jetzt am Abend nichts mehr. Boah, das war dann auch immer. Ich weiß nicht, wie das bei euch früher war. Aber so in der 8. Klasse oder so habe ich noch immer so. Irgendwann war das dann zu Ende. Aber das war auch ganz komisch. Musste man immer so fragen, ob man sich Süßigkeiten nehmen darf. Und so ab der 8. Klasse habe ich dann so angefangen, mir einfach sowas zu nehmen. Aber ich wusste nie, ob ich mir das nehmen darf. Und hab dann immer so versucht, es heimlich zu machen. Dann bin ich so in den Keller gelaufen. Hab so die Pilotapack, also so Kekse mir geschnappt. LOL. Okay, das ist actually wild mit Tollpatsch zusammen, um ehrlich zu sein. Haben mir auf jeden Fall dann meine Kekse geschnappt. Und bin dann ganz, ganz schnell hochgerannt und hab mir natürlich auch noch eine Apfelschorle oder so mitgenommen. So ganz, ganz schnell wieder im zweiten Stock, war dann richtig fertig auch oben immer. Weil man sich so beeilt hat und hab gehofft, dass es keine Sau mitbekommt. Ich glaube, mindestens 50% der Fälle hat man das sicher mitbekommen. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass man das nicht mitbekommen hätte können. Magenkrempler, aber auch eine böse Sache. Imagine Magenkrempler Blissey, Freunde. Hui. Magenkrempler, ganz schwierig. Ich hab Süßes im Keller, das wäre mir der Weg zu weit. Also wir hatten Süßes im Keller, außer auch im Süßigkeiten-Schrank. Aber im Süßigkeiten-Schrank sich was zu holen, war halt kniffliger, weil da die Wahrscheinlichkeit einfach höher war, dass man es mitbekommt. Und der gewiefte Downy hat dann natürlich den komplexeren Weg in Anführungsstrichen in Kauf genommen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er nicht erwischt wird. Ich meine, nach einer Woche keine Flaschen und so runterbringen und nicht Müll ausräumen. Wenn meine Mom dann mal im Zimmer war, die hat natürlich alles gesehen. Dann habe ich immer gesagt, das ist schon ewig da drin, Mama. Das ist schon ewig da drin. Das ist jetzt schon seit über einem Monat da drin. Aber immer eine Lüge. Schwachsinn. Das war das von den letzten 2 Wochen, sage ich euch. Oder einer Woche. Wenn es eine ganz belastende Woche war. Dann war es das von letzter Woche einfach nur. Wasserdüse Heatwind, na klar. Auf jeden Fall, das war immer ein ganz schwieriges Ding. Dann dachte ich mir auch immer, warum gehst du in mein Zimmer? Lass das doch. Hör auf. Ich bin in der Pubertät. Geh nicht in mein Zimmer. Was soll das? Du kannst Dinge finden, die du nicht finden sollst. Sowas dachte ich mir immer. Ich habe das nie gesagt. Ich habe immer nur gesagt, warum gehst du in mein Zimmer, wenn ich nicht da bin? Was soll das? Dann hat sie gesagt, ja, weil ich deine Wäsche holen musste. Dann dachte ich mir, schlagkräftiges Argument, aber irgendwie auch nicht, weil ich hätte es ja auch noch am Nachmittag oder hätte es beim nächsten Mal gemacht. Wasserdüse Heatran sagt, er benutzt Surfer Jungblut, ja, so wie es sich gehört. Da ist schon über einen Monat drin. Downys Mutter, die vor 2 Wochen das Zimmer vor ihm aufgeräumt hat. Nee, so nicht. Also, sobald ich im zweiten Stock war, davor hat meine Mom immer alles sauber gemacht bei uns im Zimmer. Das hat sie auch bei meinem Bruder noch Ewigkeiten gemacht. Aber seit ich in den zweiten Stock dann gerutscht bin, das war dann so 7., 8. Klasse, da war das dann zu Ende, Freunde. Das war eigentlich sehr risky, weil mein Junglot scheint arschlangsam zu sein. Und wenn da eine Flugattacke gekommen wäre, das wäre nicht so witzig gewesen. Auf jeden Fall hat die da noch immer unser Zimmer sauber gemacht und so. Und gesaugt und so Kram. Und in den zweiten Stock ist sie dann nie mal gegangen. Da musste ich dann auch immer die Treppe sauber machen. Und da war halt so ein Bad, oder ist ein Bad auch mit in der Etage. Das musste ich dann auch irgendwann sauber machen. Das waren Zeiten, Freunde.
Waren trotzdem in besseren Zeiten, weil du hast keine Miete gezahlt. Boah, Ausbildung und keine Miete zahlen, Freunde. Das ist so krank. Was man an Plus im Monat macht, ist so lächerlich. Also, es ist wirklich. Das ist krank. Also, wenn du keine Fahrtkosten und die musste ich ja nicht übernehmen, die hat die Arbeit mehr oder weniger gezahlt, halt das Azubi-Zug-Ticket da. Also, wie mein Bruder. Boah, mein Bruder scheffelt momentan Asche, ne? Leck mich am Zuckerli. Also der Bursche, der verdient locker vierstellig plus im Monat. Weil der hat ja keine Ausgaben. Und was der an Boni bekommt, was ich mitbekomme, einfach weil die scheiß Firma zu viel Geld hat und nicht weiß, wohin damit, der ist krank, Freunde, krank. Gut, ich habe in dem einen Jahr, wo ich Ausbildung und daheim gewohnt habe, war ich auch miese. Okay, welches Alter möchtest du mir wegnehmen, Kleine? Da bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, sehr gespannt, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendein krass brokenes Item habe. Weg mit der Offensivweste. Na gut. Dann, warte mal, lass mich kurz überlegen, welche Offensiv. Ich glaube, ich habe zwei, ne? Dann nehmen wir die Offensivweste weg. Frage ist, kann ich die irgendwo ablegen? Weil wenn mir irgendjemand eine Offensivweste wieder schenkt, dann ist halt. Ah, eine Mehrzwecktasche. Ja, das ist ja optimal. Das ist ja optimal. Ja, und dann würde ich sagen, dann kriegt er da Weißzauber. Was, das ist auch okay. Bei mir geht quasi die Hälfte des Gehalts für die Miete drauf. Also bei mir geht. Also zumindest von der Dings her, wenn ich jetzt nur auf mein Ausbildungsgehalt gucke, geht ungefähr zwei Drittel. Nee, ich würde sagen drei Viertel von meinem Gehalt weg. Oh, Pikachu und Sie. Und ansonsten und hallo Rodeo, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, hello. Ja, was so viel, ja klar. Was das? Yukiko, ich lebe in München? Was erwartest du? Und ich lebe zusammen mit einer Person, ne? Also ich zahle nur die Hälfte der Miete. Du bist wieder ein. Achso, vom Sub her nackt. Ich dachte schon. Was passiert jetzt, dachte ich. Auf jeden Fall, ich zahle natürlich ordentlich. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt. Und da sind noch keine Einkäufe oder so in irgendeiner Form mit einkalkuliert. Deswegen ist Dreiviertel schon krass. Also Azubi-Gehalt möchte ich kurz anmerken. Das, was ich mit YouTube und so verdiene, das rechne ich da nicht mit ein. Da ist nochmal was anderes. Wie viele Quadratmeter habt ihr? So, ich glaube 60? 55 Kleines bis Dankeschön 60. von Mr. GoBBY. Ich sehe erst jetzt, warum ist das so gigantisch riesig. Und Mr. Gabby, ich glaube, das wird sich jetzt. Ich habe das Gefühl, das wird sich jetzt einbürgern. Vielen, vielen Dank für den geilen 50er. Für den Fuffi. Wobei ist Fuffi 50? Doch, Fuffi. Für den nicen Fuffi. Absoluter Ehrenmann. Kuss geht raus an dich und. Ja, du hast jetzt einige Punkte, die du benutzen kannst, ne? Bei meiner alten Arbeit hätte man für 35 Euro im Neuer Monat. Was? Pappenheimer. Für 35 Euro im Monat fünfmal täglich warm essen können, eine 40 Quadratmeter Wohnung haben können mit Sky. Ja, das ist ja toll, Mesettler. Das freut mich. Das ist toll. Und Tim, vielen Dank, dass du Rodeo einen nice Sub schenkst. Kuss, kuss, kuss. Bin ich gerade blöd? Wo muss ich hin? Ah, ich muss nach rechts. Ja, ich bin blöd. Ich bin dumm. Das dumme Mr. Gabby. Sie haben jetzt sehr viel Geld. Ich würde im Übrigen überlegen, auch einzuführen, dass ab 50 Euro Donations wir einfach pauschal sagen, die Punkte werden versucht, sich zu merken und die können dann mit in die nächsten Streams getragen werden. Weil so ab 55 finde ich schon, ist ein großer Batzen Geld, um ehrlich zu sein. Deshalb fände ich das eigentlich recht fair. Ich meine, ich finde auch schon 20 Euro ist ein großer Batzen Geld. Aber da finde ich, wir können es halt nicht für alle machen, deshalb ist es schwierig. Also momentan könnte man sogar noch überlegen, dadurch, dass die Donations sich so ein bisschen in Grenzen halten, ob man das so ein bisschen für so ab 25er Donations macht.
Aber dann ist halt auch doof, weil so eine 5er Gaff-Bombe. Oh mein Gott, was ist denn heute mit Reden los? So eine 5er Gift-Sub-Bombe ist ja eigentlich auch eine gute Menge. Das ist halt schwierig. Alles, was zwei Döner bezahlt, ist eine Menge Geld. Absolut richtig. Deshalb, ich würde jetzt erstmal auf 50 gehen. Und sollten wir merken, es häuft sich doch, dann kann man irgendwie drüber reden oder so. Man kann ja sowieso immer reden, ne? So ist ja jetzt nicht. Das ist ja auch nochmal ein Ding. Weil ich bin da Raumschlag, na klar. Kurelei mit Raumschlag, wer kennt's? Dass ich da relativ offen bin, da gerne drüber zu reden. Weil, ja, ihr sollt ja auch was davon haben, ne? Downniveau Thumbs Up bei den Emotes. Ne, das habe ich nur für Discord gemacht. Findet ihr den krass genug, dass wir den hier auf Twitch benutzen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich mich da sehe, um ehrlich zu sein. Wartet, ich kann euch ja. Kann mal kurz den Thumbs Up Emote. Kann ich doch sicher einmal kurz einblenden. Kann ich ihn euch einmal zeigen. Ist nur die Frage, wo ich ihn hin habe. Habe ich ihn noch da? Ah, da. Das wäre er. Schau euch diesen sexy Mann an. Damn. Damn, Boy. Ich würde sagen, ich würde. Würde sogar recht eindeutig. Bin ich ehrlich zu euch, Freunde. Das ist genauso. Okay. Warte, ich kann es noch ein bisschen besser schieben. Ey, das ist wirklich eine Option, ne? Wenn ich mal keinen Bock auf Facecam habe oder nur am Sweaten bin, dann wird einfach das hier meine Facecam und dann fragen sich die Leute, wie kann er reden, ohne dass er seine Lippen besiegt, ja. Ohne dass er seine Lippen besiegt. Oh mein Gott, was, also heute ist wirklich Katastrophe. Und dann kann ich sagen, ey, Freunde, ich bin halt Magier. Was soll man sagen? Ich bin Magier. Bester Bauchredner, das sehe ich. Bin ba so, mit diesem Stream gehe ich zu America's Got Talent, Freunde. So stelle ich mir Downy Loves da vor, ja. Das ist genauso. So sitze ich. So könnt ihr euch vorstellen, so würde ich, wenn wir uns im Restaurant treffen würden, genau so würde ich auf euch warten. Und wenn ich euch sehe, würde ich genau diese Pose machen. Genau so würde ich die Pose machen. Da sehe ich mich auch einfach. Ich glaube, das ist ein neuer Encounter, ne? Es müsste ein neuer Encounter sein. Ja, ich finde den cool. Hatte der nicht jetzt Cellrock? Ich glaube, actually ist der richtig geil. Ich glaube sogar, dass der ganz geil sein könnte. Ja, gut, dann nehmen wir den wohl nicht. Schade. Dann wird wohl gerollt. Der Gesteinsdüne hat wirklich Turbofelsen. Ey, der wäre so cool mit Turbofelsen. Mann. Ich bin im Übrigen echt am Überlegen, ob wir aus der Twitch-Log so ein Video machen und ich das dann rausballer. Aber mein Problem ist, ich habe schon den Fehler gemacht, dass ich nicht nach spätestens dem zweiten Stream, oh, auch geil, angefangen habe, mir rauszuschreiben, was so in den Streams passiert ist. Weil ich glaube, wenn ich das machen würde, wenn ich nach den Streams, oh, der hat sogar Raumschlag, wie geil. Wenn ich nach den Streams, ich würde ihn übrigens einmal kurz besiegen, so für die Erfahrungspunkte. Ich weiß, ich muss rerollen. Aber ich hätte actually Bock drauf. Aber ich müsste halt nach den Scheiß-Streams mir rausschreiben, was so grob passiert ist, wer gestorben ist. Und vor allem die wichtigen Effekte, sage ich mal, wenn ein wichtiger Kampf ist, dass ich die rausschreibe. Weil ich glaube auch, das möchte ich mir eigentlich für zukünftige Streams angewöhnen. Weil das ist eigentlich ansonsten so ein verschwendetes Potenzial. Deshalb würde ich das ganz gerne eigentlich machen. So, jetzt würde ich ganz gerne wieder meine Live-Fresse sehen, weil ich finde es doch geil, wie mein Mund sich bewegt. Seht ihr das? Oh. Seht ihr, wie geil mein Mund sich bewegt? Der Wahnsinn, ich weiß. War nice. Oder ist nice gewesen. Ich finde den Dino cool. Ramaidon. Ich finde Ramaidon ist auch so. Ich hoffe echt, dass Ramaidon und Beuterus vielleicht irgendwie. Also. Ich fände es echt geil, wenn Fossilien so eine Regionalform kriegen könnten. Aber das ist so schwierig. Aber vielleicht so eine geile Paradoxform oder so. Von Ramaidon oder sowas. Irgendwie sowas. Das fände ich mega cool. Bei Ramaidon und Beuterus finde ich designtechnisch eigentlich echt geil. Aber so wirklich was. So wirklich gut sind sie nicht. Das ist halt das Problem. Also beide sind halt wirklich nicht gut. Oh, Leute, der hat die Trap von Tortunator, so heißt der.
Jetzt wird die Panzerfalle ausgelöst, Batsch. Das Ding ist halt, Monagoras. Ich denke mir halt vor allem immer so, ich finde so, Monagoras ist das, was Ramaidon hätte sein sollen oder wollen. Weil der so ein bisschen in die Richtung passt, geht, wie auch immer, ne? Versteht ihr, was ich meine? Versteht man, was ich sagen möchte? Versteht man das? Versteht ihr mich? Ich hoffe, ihr versteht mich. Das wäre sehr schön. Also, gegen Dragoran? Sag ich jetzt nicht, nein. Ich muss auch sagen, ich finde Dragoran momentan wieder sehr viel cooler. Weil der bei Poke-Aim in der Draftliga auch richtig... Stachler auch noch. Ey, Imagine Crook hätte wirklich dieses Potenzial von einem Moveset. Der performt da richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, dass in dem momentanen Meta, ich glaube, so ein Dragoran, hätte ich echt Bock auch mal zu draften. Fossilien hätten ja generell das Potenzial für eine Gegenwartsform. Ich sag, die hätten auch Potenzial für eine Vergangenheitsform, sodass die noch krasser waren, bevor sie gestorben sind. Und man halt so, wenn man Fossile wiederbelebt, so ein bisschen nur Teile von denen wiederbelebt. Und nicht so das komplette Potenzial, sage ich mal. Und dann stellt sich heraus, dass Ramaidon eigentlich so ein Gestein-Kampf-Pokémon ist und eigentlich ein bisschen mehr Speed vor allem hätte, dafür ein bisschen weniger Attack oder so. Und dann wäre der so nice. Dann wäre der so nice. Dann kriegt er noch vielleicht Turbofelsen, das wäre geil. Und irgendeine Signature-Kampf-Kopf-Attacke, das wäre auch geil. Als ob jetzt... Wollt ihr mich verarschen? Warum will denn niemand Dragoran werden? Was ist los mit euch? Und hallo Denex, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, hallo, hallo. Gen 8, be like. Ja, Gen 8 auch ganz weird. Bin schon Mon. Ja, sagt es mal Jerry. Jerry ist schon 3 Millionen Mons. Ihr könnt den ja auch irgendwie anders benennen, ne? Das ist euch schon bewusst. Und dann seid ihr im Endeffekt auch das Mon. Aber zu Ender, der Gönner gönnt sich. Vor allem, weil der kommt halt jetzt auch einfach ins Team rein, ne? Das ist euch bewusst. Das ist ein freaking Dragoran. Der Raumschlag hat. Leider auch Finale. Leider ein Kackwesen. Oder hat einen Magenkrempler. Boah, das ist echt ein bisschen gemein. Hat nicht wirklich eine gute Dings, aber hey. Du nennst mich nach Jerrys. Wie, ich nenne dich nach Jerrys? Gabi hat Dragoran gekillt. Wie, Gabi hat Dragoran gekillt? Was? Oh. Ja, cool. Dann holen wir wohl Waschakli wieder rein, ne, Freunde? Dann kommt wohl, ja. Ne? Cool. War schön mit dir, Dragoran. Wir hatten echt Bombenzeit, ne? Bombenzeit. Wisst ihr noch? Als Dragoran Finale eingesetzt hat und uns gerade so gerettet hat, das war, boah. Gott sei Dank hatte der Finale drauf, ne? Und einmal der Klatsch-Magenkrempler, Wahnsinn. Das war krank. Huge war der einfach. Huge Value haben wir aus dem gezogen. Ich wünsche viel Spaß beim Beachen. Tschüss, Yukiko. Ich muss sagen, ich habe wieder kurz überlegt, was er mit Beachen meint. Dann dachte ich mir, Yukiko wird Volleyball spielen. Aber dann habe ich Beachen gelesen und dachte nicht als erstes an Beachvolleyball, sondern dachte mir erst, Yukiko ist so im Urlaub, der geht jetzt erstmal an den Strand, 18.07 Uhr chillt, lässt sich da nochmal nice Snacks hinbringen, nice Cocktail. Mega geil. Und das muss ich sagen, das hat mich wirklich vor allem, ich glaube, das war so das Nervigste am Ägypten-Urlaub. Ich habe mich richtig gefreut, wir hatten ja All-Inclusive, so richtig schön den ganzen Tag irgendwelche alkoholfreien, möchte ich anmerken, Cocktails zu schlürfen. Ich hätte so mega Bock gehabt. Aber weil die überall Eis reingetan haben, und selbst wenn du denen gesagt hast, bitte ohne Eis, waren die anscheinend teilweise einfach zu blöd, dir zuzuhören. Und haben es trotzdem reingetan. Beziehungsweise das Wasser ist ja allgemein ein bisschen schwierig da. Weil du dann Magenprobleme und so bekommen kannst. Und ich konnte einfach nicht... Neuer Pappenheimer. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Das ist wirklich... Ey, das ist wirklich immer das Schlimmste bei der Twitch-Log. Ich denke mir immer wenn jemand Subs... Ich sage euch kurz meinen Kopfprozess. Wenn jemand Subs verschenkt. Ich gucke erstmal, wie viele Subs sind es. Dann stelle ich fest, keiner hat freaking 25 Gift-Subs rausgehauen. Dann denke ich mir, what the actual hell?
ist los mit dem Jungen. Das ist dann so Reaktion 2. Und dann ist Reaktion 3 nicht, oh, mega geil, vielen, vielen Dank. Mann. Sondern Reaktion 3 ist, boah, was will der, warum macht er das jetzt? Was will er denn jetzt damit wieder anstellen? Neuer Das ist so Pappenheimer. mein Gedankenprozess. Ja, keine. Vielen Dank für die nicen Gift-Subs. Die darfst du ja Neuer jetzt auch behalten. Pappenheimer. Also, die darfst du. Wobei, haben wir jetzt festgelegt? Ich sag mal so, solange es noch nicht zu häufig ist, können wir auch bei 25 Neuer Gift-Subs natürlich sagen. Die Pappenheimer. bleiben dir für den Verlauf des ganzen Projekts erstmal erhalten. Ich küsse dein Herz. Vielen, Neuer vielen Dank für den Support und ich wünsche Pappenheimer. viel Spaß weiterhin mit den Emotes an alle. Beziehungsweise Glückwunsch an alle, die jetzt einen Sub angegriffen haben. Und Neuer also, wer jetzt noch keinen Sub Pappenheimer. hat, der ist auch wirklich, muss ich jetzt an der Stelle auch so hart sagen, wie es ist, du bist echt ein bisschen Opfer. Sag ich, wie es ist. Neuer Weil so viel, wie hier schon Pappenheimer. wieder gedroppt wurde, ist eigentlich schon. Also, wir sind, glaube ich, bei circa 100 Gift-Subs schon wieder. Neuer Pappenheimer. Also, von dem her, 25 Subs und 50 Euro. Ja, stimmt, ist ja auch der Neuer genau derselbe Wert. Ja, never mind. Pappenheimer. Never mind. Ich war gerade zu dumm. Ich habe gerade gar nicht übers Umrechnen gedacht. Ich Neuer dachte gerade, ein Sub wäre ein Euro. Pappenheimer. Ein Sub, ein Euro. Man muss vier zahlen und bei mir kommen eh nur zwei an. Neuer Also circa. Pappenheimer. Das ist ja schon schlimm genug. Famo, du bist wirklich, also Glückwunsch dazu, wirklich Neuer der unluckiest boy alive zu. Vor Pappenheimer. allem, wenn du gerade live im Stream auch dabei bist, ist es sogar noch schlimmer, das zu dodgen. Das ist schon Neuer echt ein bisschen unangenehm. Pappenheimer. Und da kommt schon der Krankenwagen. Krankenwagen für Famo. Ne, wurde gerufen. Hallo da, Jancy. Neuer Pappenheimer. Also von dem her. Was schicke ich eigentlich in da, Jancy, so Schönes Neuer rein? Pappenheimer. I mean, der hat wenigstens die AV. Na, hallo Benny, ich hoffe, dir geht's Neuer gut. Pappenheimer. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Gabby, vielen Dank, dass du Pharma und nice Sub schenkst. Kuss, kuss, kuss. Neuer Natürlich verwandelt sich das Teil jetzt in Pappenheimer. dein Boden-Pokémon. Du Stück Scheiße, du. Benny, vielen Dank auch an dich für den nice Neuer Resub. Kuss geht Pappenheimer. raus an dich. Heieiei. Ich wünsche viel Spaß weiter mit den Emotes. Neuer Jetzt läuft's aber. Pappenheimer. Batsch. Ja, war schön mit dir da, Jensi. Hat Spaß gemacht. Neuer Pappenheimer. Ach ja, der neue Pappenheimer Sound. Ich hätte echt, also was ich noch sagen Neuer muss, was ich überlegt habe, ob ich Pappenheimer. irgendwie ein Sub-GIF gerne ein anderes hätte, weil das ist ja einfach nur irgendein offizielles GIF aus dem Pokémon-Anime, Neuer das actually ganz cool ist. Pappenheimer. Aber ich bin ja am Überlegen, ich müsste auch mal herausfinden, wie man das für die unterschiedlichen Stufen Neuer macht. Ob wir einfach Pappenheimer. sagen, dass wir einfach, wir brauchen, also ich bin realistisch. Wir brauchen halt eigentlich echt keine neuen Emotes, weil dafür werden zu viele zu selten benutzt. Und wenn wir neue Emotes machen, dann nehmen wir meine hässliche Fresse dafür, weil die werden actually echt gut genutzt. Und ich habe das Gefühl, dass es dann ist das eher so ein Ding, was genommen wird. Da brauche ich jetzt nicht in irgendwelche krass gezeichneten Dinger investieren. Dann würde ich eher in irgendein nices GIF nochmal, was mir erstellt wird, gemacht als Sub-Emote. Pose mal. Kamera ist an gerade. Nee, ich habe davor schon gepostet. Hast du nicht gesehen? Ich pose jetzt mal. Passt auf. Und pose! Ich habe sogar meine Klamotten kurz gewechselt, so schnell bin. Achtung, Achtung, ich wechsle meine Klamotten wieder. Puff. Krank, ne? Krank. Mir selbst, ich wünsche noch einen wundervollen Abend. Tschüsselü. It's Magic, Freunde. Habe ich von meinem Freund Bruno Mars gelernt. Ging ja in seinem Lied auch um 24-karätige Magie. Wie wir alle wissen. Also von dem her, Downy zeigt Mittelfinger. Ich habe keinen mehr. Das ist gemein, dass du dich jetzt darüber lustig machst, über die Nicht-Existenz meines Mittelfingers. Ich habe nur eine Faust. Ich kann nur die Bro-Fist machen. Downy die Bro-Fist, Freunde. Downy die Bro-Fist. Oh, ein bisschen cringe. Mach noch Downy Poggers drauf. Den habe ich gerade nicht zur Hand. Müsste ich jetzt suchen, da habe ich keinen Bock drauf. Damit du so schnell wechseln kannst bei so Shiny. Das stimmt, damit ich so Fake-Reaction machen kann, weil eigentlich sind mir Shinies komplett scheißegal. Ich hätte gerne eine Brofist für meine Mod-Kollegen. Ja, aber ich glaube, das ist halt schwierig, glaube ich, gut darzustellen. Ansonsten ist actually Downy die Brofist. Allein der Name ist ja schon Gold. Die gute alte Downy die Brofist, Freunde, wer kennt sie nicht?
Auf jeden Fall, ansonsten wäre das gar nicht mal so eine Kackidee, um ehrlich zu sein. Es wäre ja actually sogar ganz cool, muss ich gestehen. Aber, ja, ne? Ist halt schwierig. Macht Brofist. Jetzt habe ich ja schon. So geht ja Brofist, aber wie soll denn das? Ich kann ja nicht so machen. So dass die Brofist so aus meinem Hals rausgeschossen kommt. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Bruder. Das funktioniert halt leider nicht so gut. Und so, ne, die einzige Brofist, die ich machen kann, ist hier so meine Faust hier. Da. In die Kamera. Guck, ich boxe Jerry gerade. So würde ich aussehen, wenn ich Jerry boxe. Nee, das wäre ein bisschen intensiver. Das war gerade eine wilde Pose. Bin gleich wieder da, weiß ich nicht. Ich würde mich jetzt nicht entsinnen, dass hier eine wilde Pose gerade kreiert wurde. Das können wir uns ja gleich angucken. Mal gucken, ob Jerry zu viel verspricht oder nicht. Ey, ansonsten, was ist euer Wochenplan? Steht irgendwas? Beziehungsweise, was habt ihr ansonsten noch so am Wochenende getrieben? Ich habe nur mitbekommen, einige haben gechillt. Bei Dings ging die Post ab im Mario Kart. Habe ich da was Effektives? Nee, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie geil es ist, ein Jungblut da reinzuschicken, aber guck. Bin krank bis morgen. Donnerstag. Feritag? Was ist Fe Ach, wahrscheinlich Feiertag, ne? Wahrscheinlich aber nur in Österreich. Das wäre mir nämlich neu. Dann Arbeit, dann 2 Wochen Urlaub. Auch wild. Ach so, oh mein Gott. Ja. Freitag, I'm sorry, I'm a bit dumm. Oh. Oh, das wird jetzt, glaube ich. Oh, das könnte killen. Hui! Ja, so ein Sanktionskern. Sind auf eine Hochzeit nächstes Wochenende eingeladen. Ich. Nee, das stimmt nicht. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Bock auf Hochzeit. Ich habe eigentlich nur Bock auf mies große Torte. Also Hochzeit brauche ich gar nicht unbedingt dazu. Wobei Anzug mal wieder anziehen wäre auch cool. Das wäre auch gar nicht so kacke, ne? So Anzug mal wieder anziehen, hatte ich lange nicht mehr. Boah, aber wenn der mir nicht mehr passt, dann aber auch deprimierend, ne? Ha. Hochzeit so zweischneidiges Schwert. So Torte, geiles Essen. Es gibt eine Candy Bar, auch geil. Aber da muss man ja auch Geld abgeben, ne? Beim Fußballspiel das Knie verdreht und dazu kommt, dass ich Urlaub habe. Oh, das ist sehr belastend. Boah, krank sein im Urlaub, das Schlimmste, was es gibt. Das war zwar ein Tippo meinerseits, aber du hättest da dein Gehirn noch mehr anstrengen können. Ja, ich weiß nicht, warum ich erstmal auf Feiertag geschlussfolgert habe. War es ein Gras beim Angler nicht eine neue Route? Ich glaube nicht. Und hallo Iska, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ansonsten gucken wir nochmal. Ansonsten sehen wir es ja gleich. Mein Anzug sitzt leider auch etwas eng, muss mich beim Hinsetzen etwas aufpassen. Nee, das will ich gar nicht packen, bin ich ehrlich. Dann muss eigentlich ein neuer Anzug her. Ich sage, es wäre auch gar nicht verkehrt, 2 Anzüge zu haben. Bin ich ehrlich, das ist eine okay Sache. Ich hätte voll gern. Ich habe momentan nur einen schwarzen Anzug. Ich hätte aber gerne allgemein 3 Anzüge in meinem Leben. Ich hätte gern in meinem Leben vor allem. Aber beziehungsweise ich hätte halt einfach gern 3 Anzüge. 2 in schwarzen, so wie ich ihn jetzt habe. Muss ich mal gucken, wie der mir noch passt. Ich hätte gern so einen dunklen, so einen Aquamarinblau, würde ich es jetzt nennen. Ich glaube, Aquamarinblau ist die richtige Farbe. So ein dunkles Blau. Pinken Anzug für den Barbie-Film. Ich sage euch, wie es ist. Ey, wenn ich was Pinkes hätte, ich würde es für den Barbie-Film anziehen. Easy. Hätte ich gar kein Problem mit. Würde ich sofort machen. Und Schlafanzug, den habe ich. Den brauche ich nicht noch extra. Und ich hätte sehr gern so einen Dachziegelroten Anzug. Also ich muss sagen, ich mag die Farbe sehr gern. Ich weiß nicht, ob mir das stehen würde. Bei Blau bin ich mir relativ sicher, dieses Aquamarinblau würde mir stehen. Aber so einen dachziegelroten Anzug hätte ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Wisst ihr, was das Problem aber ist? Anzüge sind arschteuer. Und es gibt zu wenig Momente, in denen ich die anziehe. Also gibt halt auch keinen Grund, warum ich den anziehen sollte, um ehrlich zu sein. Deshalb, ja, warum soll ich es da noch machen? Gut, dass ich zurückgelaufen bin, um mich zu heilen, damit ich jetzt wieder angeditscht rumlaufe. Mega geil. Boah, also Kadabra lernt aber auch die Crème de la Crème an Scheiße, ne? Also wirklich die Crème. Oh, Scheiße, es war wirklich eine neue Route, ne? Was sollen wir machen? Sollen wir sagen, ich war nicht aufmerksam? Habe ich einfach Pech? Vermutlich habe ich einfach Pech, ne? Vermutlich habe ich einfach Pech und wir dürfen hier nichts mehr holen, weil ich blind war. Ich habe wirklich nicht realisiert, dass das eine neue Route ist. Oder sind wir da einem Pokémon begegnet? Ich weiß es gar nicht, aber vermutlich.
Hallo Catjam mal, hallo Rekox. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Was fängt mit P an? Die Pinata, die ich auf dich werfen werde. Mir sind leider zu wenig Dinge mit P eingefallen. Das eine Wort, was mir direkt eingefallen ist mit P, das wollte ich jetzt nicht sagen. Anzüge leider wirklich echt teuer und finde auch nicht so. Ich sag auch, sind nicht so mega krass bequem. Na klar, Eishammer. Warum auch. What the hell? Warum so viel Damage, Elfun? Was soll? Aber wirklich nicht so krass. Einfach Morddrohung. Dann werde ich dich mit einer Pinata umhauen. Parmesan. Nee, Parmesan wäre es mir nicht wert. Parmesan sogar, als dass ich den für Jerry in irgendeiner Form verschwende. Aber so geile Anzüge zu haben, wäre schon nice, ne? Solange es kein Hawaii-Anzug ist, ist alles fein. Einen Hawaii-Anzug würde ich nicht anziehen. Ich habe aber ein Hawaii-Hemd. Steht mir auch sehr gut. Ich habe auch... Boah, ich glaube, ich habe das Bild noch nie gezeigt, ne? Ich habe ein sehr, sehr gutes Bild mit meinem... Hatte ich... Kann ich das... Mache ich das jetzt mit dem Handy? Oder blende ich euch das kurz ein? Ich habe meiner Meinung nach... Das hat Belex so per Zufall gemacht. Was eigentlich ganz nice aussieht. Jetzt muss ich mir das auch noch abspeichern, ne? So eine Scheiße. So, einmal kurz den da. Es kommt zur Privatnachricht. Nö, ich kann ja hier einfach den hier machen. Ich sage, es ist ein starkes Bild. Bin ich ehrlich. Das ist komplett per Zufall entstanden. Ist jetzt mein neues Profilbild auf Instagram und WhatsApp. Weil es mega stark. Das ist einmal so per Zufall passiert. Weil ich weiß, ich habe einmal gesehen, dass Belix ein Foto gemacht hat. Da habe ich so auf Albern natürlich Posen gemacht. Und das ist dann so danach entstanden. Einfach Tinder-Foto. Ja, aber ich brauche ja kein Tinder. Also von dem her, Elis ist bestimmt stolz auf dich. Na klar. Ich dachte mir, das ist ein guter Moment, um mein Hawaii-Hemd rauszuholen. Es hieß ja auch 26 Grad und so. Und dann dachte ich mir so, ey, ich hätte eh so ein chilliges Hemd wahrscheinlich angezogen oder sowas. Boah, es könnte wirklich Huge Power Elfung gewesen sein, ne? Oh, warte, kommt hier ein... Oh. Hier kommt ein... Oh. Ja, wollt ihr eine Wette machen? Und ich dachte eh, dass mehrere im Hemd, Hawaii-Hemd kommen. Ich glaube, am Ende war ich da mit Hawaii-Hemd. Ele natürlich. Lars, glaube ich, als Scissor war mit Hawaii-Hemd da. Wer hat denn noch ein Hawaii-Hemd? Ansonsten erinnere ich mich nicht. Haben wir ins VOD geschaut, dass beim Angler kein Pokémon-Encounter. Ja geil, dann dürfen wir uns hier sogar wirklich noch was fangen. Steht ja aber, für den manchen steht das und bei manchen sieht es echt komisch aus. Ich muss auch sagen, ich bin positiv. Also es gibt selten einen Moment, in dem ich mir denke, es ist eine gute Idee, also ich, oder nee, es ist nicht eine gute Idee. Also es ist eine gute Idee, was Neues zu kaufen, vor allem es steht mir dann auch, aber das Hawaii-Hemd, muss ich sagen. Das steht mir richtig, du. Halleluja. Also ich bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Und das Bild ist sehr gut. Ich glaube, es ist eines der wenigen Bilder, an denen ich wirklich sage, ja doch, da sehe ich gut aus. Boah, Elinio, die dumm... So ein Arsch. Schickt der auch noch die Lasagne rein, ne? Aber ich habe eh schon... Es steht schon auf dem Plan, dass am Sonntag Lasagne gemacht wird. Am Sonntag gibt es Lasagne. So lange keine mehr gegessen und so mies Bock. Ich hatte jetzt... boah, und lesen auch schon unmöglich. Ich hatte gestern... Ah, ich glaube, die Wette ist schon rum. Zum ersten Mal seit 10 Jahren Kleid an, weil ich dachte, das kann ich nicht anziehen, ich lag falsch. Ja, siehste. Sag mal, muss ich einfach ein bisschen mehr trauen. Einfach ein bisschen mehr trauen. Und ich muss... Ja, natürlich! Okay, das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Kampf... Oh mein Gott, ich bin halt auch richtig angeschlagen, ne? Ich bin halt auch richtig angeschlagen mit meinem Squad, ne? Ich glaube, das könnte... Okay, Taucher ist actually sehr gut. Dann kriegen wir schon mal einen nicen Diamantsturm raus. Mit Analyse zusammen könnte der Rayquaza sogar killen. Ja, das Ding ist, weil Reiser mit Analyse zusammen ist offensiv echt strong. Okay, Death Boost, schade. Aber dann machen wir einfach weiter. Raumschlag. Was? Ja gut, das war's mit Valreiser, glaube ich. Ja, Bro! Ja, beruhig dich! What the fuck?
Na klar, Raumschlag, Draco, Juwel, Crit, Rayquaza. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Wünsche werden jetzt angenommen. Also, Bro! Also, da konnte ich ja wirklich gar nichts machen. Und jetzt taucht der Arsch nochmal unter. Können es jetzt auch einfach verlieren? Also, so viel Damage wieder drückt? Ja. Okay, Rayquaza schon mal weg. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Plaudergeil. Okay, das klingt jetzt schon eher ein bisschen machbarer. Mann, und ich habe bei Reiser gerade gelobt, aber also da hätte ich ja Gott, was weiß ich, was reinwerfen können. Hätte ich da keine Fee gehabt. Also ich glaube, auch Steel-Types wären an der Stelle einfach gestorben. Weil was hätte ich denn machen sollen? So, weiß ich nicht, so ein Scherox wäre, glaube ich, da auch umgekippt, um ehrlich zu sein. Wieso Kampf auf Wechsel und nicht Set? Naja, weil das müsst ihr ja machen. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Kostur so noch. Okay, da können wir wieder wechseln. Da ist eure Aufgabe, mit Kanalpunkten diese Regeln einzuführen. Hier gibt es keinerlei Regeln, außer ich darf nur das erste Pokémon fangen und besiegte Pokémon bleiben besiegt. Sonst gibt es hier keine Regel. Alles andere müsst ihr hinzufügen. Ist euer Job, nicht meiner. Das hat unfassbar viel Damage schon wieder gemacht. Ich glaube, was man langsam merkt, ist, dass die Gegner in irgendeiner Form ein bisschen EVs haben. Und ich halt alles mit Rare... Vor allem, der hat mich outspeedet, ne? Hat 46 Speed. Wisst ihr, was mir gerade wieder einfällt? Ich verstehe jetzt, warum die so gute Items haben. Weil im Randomizer habe ich, glaube ich, haben wir eingestellt, dass die solide Items haben. Oh, fuck. Okay, der hat den meisten Speed. Ich glaube, wir haben noch relativ viele Flug-Pokémon. Der hat Arena Trap oder so eine Kacke! Der tötet mich einfach mit der Drachenklaue auch. Der ist doch auf plus 2, das war's! Oh, wir leben! Alter! Okay, was war das denn bitte? Holy shit! So, da bringt mir auch kein Item der Welt was. Kann nur mit Glück gewinnen. Wo war da denn jetzt Glück? Halt doch die Schnauze! Das wird jetzt erstmal abgespeichert, Freunde. Fürs gute Gefühl. Ach du Kacke!